Ja, also es gibt ja unheimlich viele von diesem Dior Sauvage. Und es sollte dir auch gleich eigentlich schon sagen, dass diese Düfte eigentlich nicht in gleichen Situationen getragen werden können. Hi! Sollte man das Dior Sauvage Elixier kaufen? Oder doch eher beim originalen Dior Sauvage bleiben? Wir reden heute im Video darüber, welche Stärken, welche Schwächen die beiden Parfums haben und welches du dir am ehesten kaufen sollst. Auch gehen wir darauf ein, wo die Unterschiede sind und was in welchem Anwendungsfall das bessere Parfum ist. Mehr dazu erfährst du jetzt im Video. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Schau auch gerne mal auf Instagram oder auf TikTok vorbei. Ja, Dior Sauvage ist ja eine der relevantesten Duftserien, der Duft-DNAs überhaupt auf dem ganzen Planeten. Aktuell natürlich, ne? Aktuell. Ja, ihr wisst, Dior Sauvage ist für mich ein Duft, das ist immer so ein Fallback-Duft. Wenn ich nicht weiß, welchen Duft ich tragen soll, welcher Duft gerade zum Tag passt, ist Dior Sauvage immer so ein Fallback. Natürlich ist es jetzt aber so, dass wir mit dem Dior Sauvage Elixier einen neuen Flanker bekommen haben und sich die Fragen natürlich häufen, ja, was lohnt sich denn jetzt eigentlich? Soll ich jetzt das Originale Eau de Toilette kaufen, das Eau de Parfum? Das Parfum, das Elixier, reicht ein Aftershave oder soll ich das Cologne? Ja, also es gibt ja unheimlich viele von diesem Dior Sauvage. Ich möchte jetzt so ein bisschen drauf eingehen, bei dem originalen Eau de Toilette und natürlich bei dem Elixier. Wo liegen erstmal die Stärken? Das Eau de Toilette, und ich mache es gleich vorweg, das Eau de Toilette kostet etwa die Hälfte von dem Dior Sauvage Elixier. So, jetzt muss man sich natürlich fragen, du bekommst hier 100 ml für... Ja, man kann sagen etwa 50 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Klar, Weihnachtsverkauf ist teurer, im Sommer mal ein bisschen günstiger, kommt immer so drauf an. Und das hier bekommst du für 60 ml etwa für ja, zwischen 60 und 80 Euro. Ich glaube, ich habe es für 70 bekommen. Das kommt wirklich mal so ein bisschen drauf an, welchen Couponcode, welche Seite, ne? Du kennst es ja. So, Dior Sauvage Elixier. In meinen Augen ist das ein Duft, du solltest den kaufen, das ist ein Duft, der ist sehr frisch, auf Ambroxan maximal basierend. Ich kenne kaum einen Duft, bei dem diese Ambroxan-Note so extrem krass im Vordergrund steht. Gibt's einfach nicht. Gibt noch, ja, vielleicht Cool Water, ja, Parfum so ein bisschen. Ich finde aber hier ist die nochmal ein bisschen krasser, präsenter hervorgehoben. Dazu sehr frisch, zitrig und pfeffrig. Das hört sich natürlich so an wie so ein Duschgel. Und genau das kann man sagen. Dior Sauvage Elixier ist eigentlich, ich sag mal, ein Duschgel, ein hochwertiges Duschgel im Flakon. Das ist die Stärke von dem Dior Sauvage. Er ist sehr frisch, er ist sehr zitrig und er ist nicht aufdringlich. Natürlich, wenn du nicht mit den Sprays übertreibst, also wenn du jetzt 10 Sprays verwendest, ist er extrem aufdringlich. Das Ambroxan ist eben sehr raumeinnehmend. Jetzt aber so mit 3 Sprays, 4 Sprays ist es eher sehr dezent, sehr angenehm. Achte so ein bisschen auf die Jahreszeit, geschlossener Raum, offener Raum, gehst du aus, bist du zu Hause. Das ist die Stärke vom Dior Sauvage. Frisch, zitrig, frisch geduscht und eigentlich immer gut riechend. Gleichermaßen ist es natürlich so, die DNA ist schon ein bisschen eingestaubt. Jeder kennt die Dior Sauvage DNA. Auch wenn du jetzt nicht genau weißt, wie der Dior Sauvage riecht, wenn du den mal riechst, wirst du genau wissen, wie er riecht, denn du hast es schon gerochen. Das ist so ein Duft wie der Invictus, wie das Davidoff Cool Water, wie 4711. Ja, das sind Düfte, man weiß eventuell nicht direkt, wie die riechen, aber wenn man das Flakon nimmt, dran riecht, wird man sofort merken, Moment, das kenne ich doch, das habe ich doch schon mal gerochen. Das One Million Elixier, ja, das geht so ein bisschen einen anderen Weg. Ich finde, das hat mit der originalen DNA eigentlich sehr wenig zu tun. Würde man hier nicht Dior Sauvage draufschreiben, würde ich erstmal glauben, das hat mit der originalen Dior Sauvage DNA wenig zu tun. Natürlich, schwere Ambroxan-Basis, aber wir haben eigentlich kaum Pfeffer, wir haben auch kaum zitrische Noten. Wir haben einen sehr schweren, einen sehr dichten Duft, der maximal auf Lakritz basiert. Lakritzdüfte sind eben sehr selten. Du kennst Lakritz ja auch. Wenn du das isst, hast du auch noch stundenlang Atem, der so riecht. Lakritz ist sehr stark, sehr präsent und einfach sehr dicht. Und es sollte dir auch gleich eigentlich schon sagen, dass diese Düfte eigentlich nicht in gleichen Situationen getragen werden können. Der Dior Sauvage ist wirklich ein Duft, der perfekt ist
wenn du gerade einen Alltagssuff suchst, wenn du gerade vom Sport kommst, wenn du gerade in der Schule bist, im Büro bist, überall, wo du eigentlich einen nicht aufdringlichen Duft suchst. Ein Duft, der untermalt, dass du gut riechst, dass du in einem professionellen Umfeld bist, dass du einfach seriös oder gut angenommen werden möchtest. Und das Dior Sauvage Elixir hingegen ist ein Duft, der sehr stark ist, sehr raumeinnehmend, auch schon wirklich so ein Landmark markiert. Ne? Wenn man das riecht, da geht man nicht vorbei und denkt wie bei dem Dior Sauvage, ach, der riecht ja ganz gut, sondern da denkt man erstmal so, ui, das ist aber stark, das ist intensiv, das ist Lakritz. Die Lakritznote, das muss man auch gleich vorweg sagen, einige Menschen mögen sie, einige Menschen nicht. Ich bin jemand, der kann eine ganze Packung Lakritz auf einmal essen, andere Menschen müssen eins davon essen und ihnen wird davon übel. Sei dir dessen bewusst. Dior Sauvage, der Originale Eau de Toilette, das ist ein Duft. Ich kenne niemanden, der den nicht wirklich mag. Natürlich gibt es auch Präferenzen, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, der Duft geht einfach gar nicht, den kann ich nicht riechen, davon wird mir übel. Hingegen, das Dior Sauvage Elixir, wie gesagt, sehr aufdringlich, sehr intensiv und ja, sicherlich auch gewöhnungsbedürftig, intensiv, stark und einfach dicht. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Welcher von beiden ist für dich die richtige Wahl? Welchen solltest du wählen? Der Dior Sauvage Eau de Toilette solltest du auf jeden Fall wählen, wenn du einen Alltagsduft suchst. Ich finde, das hier ist kein Alltagsduft. Ich sage das nochmal gleich, kein Alltagsduft. Wenn du einen Duft suchst für auf Arbeit, für in die Schule, für wenn du zu Hause auf der Couch liegst, gut, das ist natürlich noch eine Abwägungssache, aber wenn du ausgehst, wenn du allgemein rausgehst, ist es kein Duft, der dich im Alltag begleitet. Das ist für mich ein intensiver Abendduft, wenn du in eine Kneipe gehst, wenn du jetzt in eine Bar gehst, eher noch Bar als Kneipe, wenn du auf den Ball gehst. Also ein schöner, dichter Duft, der sehr stark ist, der eine Note untermalt, der dich nochmal so ein bisschen erwachsener macht. Das muss man wirklich sagen, das ist ein eher erwachsener Duft. Das erwarte ich jetzt nicht oder das passt eher nicht zu einem 16-jährigen Schüler. Das ist ein erwachsener Duft, der einfach sehr seriös ist. Und aber auch natürlich intensiv und spaltend. Wenn jemand das im Büro sitzt, denk mal so jetzt ein 5-Mann-Büro oder so, das ist so intensiv, das rate ich dir auf jeden Fall nicht. Da solltest du, wenn du die Dior Sauvage DNA haben möchtest, auf jeden Fall zu dem hier. Wenn du aber einen Duft suchst, den du zu besonderen Anlässen trägst, zum Ausgehen, mit Freunden eben unterwegs sein, dann ist der Dior Sauvage Elixir, wenn du natürlich Lakritze magst, wahrscheinlich die bessere Wahl. Denn dort werden einfach sehr, sehr viele Menschen nach Dior Sauvage riechen. Für viele ist das halt ein Duft, den kannst du ja auch überall tragen, aber die tragen den natürlich auch überall. Wenn du dann natürlich möchtest, dass du auffällst, dann ist der Dior Sauvage Elixir die richtige Wahl. Ich möchte aber nochmal betonen, der Dior Sauvage Elixir hat nicht so viel mit der originalen Dior Sauvage Elixir, DNA zu tun. Wie gesagt, stark ambroxanlastig, aber mehr auch nicht. Stark ambroxanlastige Düfte gibt es auch woanders, das sage ich dir gleich vorweg. Es ist, wie gesagt, eher ein Lakritzduft, ein intensiver, starker Duft, als wirklich ein Duft, den du mit dem originalen Dior Sauvage vertauschen kannst. Deswegen kann man eigentlich nicht so ganz sagen, welcher der Gewinner ist und welcher einfach nicht. Wenn du einen Alltagsduft suchst, auf jeden Fall Dior Sauvage, da gibt es keine Alternative zu. Wenn du aber einen Ausgehduft suchst, der explizit dafür gedacht ist, dann ist das Elixir auf jeden Fall die bessere Wahl. Der ist nichts für den Alltag, aber auf jeden Fall was, wenn du unterwegs bist, wenn du ausgehst und wenn du auffallen möchtest. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und dass du dich jetzt entscheiden kannst, welcher der beiden Düfte für dich die bessere Wahl ist. Schreib doch gerne in die Kommentare, für welchen du dich entschieden hast. Lass gerne ein Like da, falls dir das Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.